Physik 2, Serie 10, Aufgabe 1. Ja, willkommen zur Videolösung. Hallo Thomas. Hoi, Tommy. Wir beginnen nicht mit der Aufgabe. Du musst Nein, vorher etwas erklären. genau. Ich Wir sehe es wollen dir an. das allgemein das Magnetfeld eines Strompfades berechnen. Was ist das? Ich sage dem Strompfad C. Irgendein Leiter, sei er im Haus verlegt oder egal wo, hat normalerweise überall den gleichen Strom, wenn er nicht leckt. Und das machen Leiter eigentlich selten. Das heißt, der Strom wird durch den Leiter, was ein dünner Draht sein kann, geführt. Ja, und der hat irgendeine Form. Der hat irgendeine Form, sei er zum Beispiel so aufgewickelt hier, wie in dieser Spule oder sonst irgendwo im Haus um die Ecken in den Wänden Ja, aber verlegt. das ist zu kompliziert für uns im Moment. Ja, wie beschreibt man das? Wir wollen das Magnetfeld an irgendeinem Ort R berechnen. In Bezug auf diesen Leiter. Ja, das hat irgendwo ein Koordinatensystem. Der Leiter sei irgendwo im Ort und an einem, im Raum verteilt. Und wir wollen irgendeinen Ort in diesem Raum, wo wir das Magnetfeld berechnen. Schreiben wir hier mal die allgemeine Formel auf. Das ist 4π durch μ0, das ist ein Vorfaktor, mal den Strom I, mal dr'. Die gestrichene Koordinate sind die Orte, wo der Strom geführt wird, also die Orte, wo sich der Leiter befindet. Und R minus R', das ist der Abstand vom Ort, wo wir das Magnetfeld berechnen wollen, zum Ort, wo der Leiter sich befindet. Also nicht nur der Abstand, sondern auch der vektorielle Abstand geteilt durch den Betrag von diesem Abstand hoch 3. Und was ist jetzt der? Der Strich? dr'. Das ist ein infinitesimal kleines Wegelement. Kann ich den irgendwo einzeichnen, zum Beispiel hier dr'. Das uns irgend an einem Ort, ich muss natürlich auch noch ein Koordinatensystem eintragen, x, y, z, irgend an einem Ort R im Raum, das sei hier, wo wir das Magnetfeld berechnen wollen, ein Magnetfeld verursacht. Der Vektor zu R dr' sei, ja, ich schreibe jetzt das um, das ist, weil das ist näher an diesem Vektor, das sei das R' und das sei hier das R. Und der Abstand ist natürlich das hier R minus R'. So könnte man das ausrechnen. Und dann hast du aber so viele DRs, die summieren sich dann auf und Genau. ergeben ein Magnetfeld Ein in einem Magnetfeld Punkt. im Punkt R. Gut, Jetzt sind wir bereit für die jetzt können Aufgabe. wir die Aufgabe angehen. Aufgabe 1. In einer kreisförmigen Leiterschleife mit Radius groß R fließe der Strom I. Zeigen Sie, dass man in der Schleifenmitte folgendes Magnetfeld misst. B Mitte gleich μ0 mal I über 2R. Hinweis: Ein Strom I, welcher durch ein infinitesimal kurzes Wegstück des Kreises fließt, definiert ein Stromelement I mal dr. Wählen wir den Koordinatenursprung im Mittelpunkt des Leiterkreises, so gilt bla 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 bla. Gut, also da muss man mal irgendein Koordinatensystem wählen. Und für eine runde Geometrie bieten sich entweder Kugelkoordinaten an oder Zylinderkoordinaten. Wir haben hier unsere Geometrie in einer Ebene, das heißt, wir können Zylinderkoordinaten verwenden und können jeden Punkt auf dem Kreis, also auf dem Leiter, beschreiben durch den Abstand, welcher übrigens konstant bleibt, groß R. Und einem Winkel phi.
Der Winkel Phi definiere ich jetzt hier einfach auf der horizontalen Ebene. Jetzt, eben wie gesagt, wir wollen das Magnetfeld in der Leitermitte berechnen. Das heißt, das macht uns diese Formel hier oben schon mal ein bisschen einfacher. Wir berechnen B von R gleich 0. Also überall hier oben, wo das R steht, fällt diese Variable raus. Also wir haben es im Mittelpunkt berechnen, indem wir unser Koordinatensystem, den Nullpunkt unseres Koordinatensystems in den Kreismittelpunkt legen. Gut, jetzt haben wir hier dieses infinitesimal kleine Wegstück dr, welches den Strom I führt. Dieses infinitesimal kleine Wegstück verursacht natürlich im Zentrum der Leiterschleife einen Beitrag zum Gesamtmagnetfeld. Und das Vorgehen ist so, dass wir einfach alle diese Beiträge, indem wir hier um diesen Kreis herum integrieren, zusammenzählen. Das heißt, wir integrieren über die Variable Phi von 0 bis 2 Pi und alle diese Beiträge von diesen kleinen Stromelementen. Jetzt, die Hauptschwierigkeit hier ist eigentlich die mathematische Beschreibung von all diesen Größen, die hier oben vorkommen. Also das R', das sehen wir noch, das ist nicht so schwierig, aber was zum Beispiel ist dieses dr', wie formuliert man das? Dazu könnte man vielleicht ein bisschen ausholen. Und zwar zeichne ich jetzt mal diesen Kreis jetzt hier nochmal in ein separates Blatt. Ich zeichne hier auch die kartesischen Koordinaten ein. Und zwar haben wir hier in die Richtung. Der Kreis ist jetzt in welcher Ebene? Der Kreis ist in der XY-Ebene. Mhm. Genau. Also wir haben eigentlich keine Z-Koordinate, die brauchen wir hier für dieses Problem gar nicht zu beschreiben. Gut, jetzt haben wir gesagt, wir müssen jeden Punkt hier auf dem Kreis ansprechen können. Und dieser Punkt werde beschrieben durch die Koordinate R'. Die Koordinate R' in Zylinderkoordinaten können wir natürlich beschreiben durch einen Abstand R. Ich sage jetzt dem R' ohne Vektor. Das ist auf die Länge hier dieses Vektors R' und dem Winkel Phi. Der Winkel Phi soll hier auf der X. Also Phi gleich 0 soll auf der X-Achse liegen. Das heißt, wir können den Winkel Phi hier durch diesen Winkel beschreiben. Also, er liegt ja auch auf der Ebene. Liegt auch auf der Ebene. Also und eine Z-Koordinate brauchen wir nicht. Oder Z ist gleich 0 hier, wenn dieser Kreis in der XY-Ebene liegt. Gut, das ist mal der Vektor R'. Wie sieht es denn mit den Einheitsvektoren aus, die auf diesem Vektor R' stehen? Die Einheitsvektoren in Zylinderkoordinaten hangen selber von den Koordinaten ab. Und das ist, kann man so aufschreiben, das ist der Einheitsvektor in R-Richtung, der ändert natürlich seine Richtung, wenn ich hier einen anderen Punkt auf dem Kreis anspreche. Und das ist, wenn man das hinschreibt, ist das Cosinus Phi, Sinus Phi 0. Das ist der Einheitsvektor in R-Richtung in Zylinderkoordinaten. Also man kann das überprüfen, man kann den Betrag nehmen, das wäre dann Cosinus Quadrat von Phi plus Sinus Quadrat von Phi und das gibt 1. Also der Betrag ist 1 und er schaut in die Richtung des Vektors R. Gut, es gibt auch einen Einheitsvektor in Phi-Richtung, der steht rechtwinklig auf dem Einheitsvektor in R-Richtung und das ist E Phi. Und ein solcher Vektor, den können wir konstruieren
indem wir eben sagen, der steht rechtwinklig auf dem Einheitsvektor in der Richtung, und das macht man, indem man die Komponenten hier tauscht und am richtigen Ort ein Minuszeichen setzt. Es gibt Sinus Phi minus Sinus Phi Cosinus Phi 0. Auch dieser Vektor hat Betrag 1, kann man überprüfen, und schaut rechtwinklig zu ER, ist tangential zum Vektor R'. Das ist der Vektor in vier Richtungen. Ja, und das können wir eben jetzt verwenden, deswegen hier dieser Exkurs. Aber übrigens, vielleicht noch ein Hinweis, wir haben gesehen, dass die Einheitsvektoren, die hängen tatsächlich, die Einheitsvektoren in Zylinderkoordinaten hängen von den Koordinaten selber ab, und zwar nur von der Phi-Koordinate. Das ist eine Eigenheit, das vielleicht ein bisschen schwierig macht zu verstehen, wenn man zum Beispiel sagt, der Einheitsvektor in x-Richtung, in kartesischen Koordinaten, ja, der ist einfach 1, 0, 0, konstant, der hängt natürlich nicht vom Ort ab, wo wir uns gerade befinden. Das ist der Unterschied zu den Zylinderkoordinaten. Okay, das wollen wir mal im Hinterkopf behalten. Ich kann das vielleicht noch hier lassen. Also, wir haben gesagt, wir wollen das Magnetfeld im Mittelpunkt berechnen, B von R gleich 0. Und wir wollen all diese Komponenten hier jetzt zusammenstellen. Das heißt, wir brauchen noch das R'. Das R', ja, das ist natürlich, wie gesagt, eine Länge mal den Einheitsvektor in R-Richtung. Und die Länge, das ist auf unserem Kreis, ist immer R. Groß R. Also R mal Cosinus Phi, R mal Sinus Phi, Z-Koordinate ist 0. Und dann brauchen wir noch hier dieses I mal dr'. Das ist dieser Teil hier in dem Integranten. Und wir sehen, dass dieses dr' hier schaut in die gleiche Richtung wie der Einheitsvektor in vier Richtungen. Das heißt, wir können unser infinitesimales Stromelement können wir durch den Einheitsvektor in vier Richtungen aufschreiben, und das ist nichts anderes als I mal R mal d Phi. I mal R mal d Phi, das ist die Länge hier von dr' mal die Richtung, und die ist E Phi, also Einheitsvektor in vier Richtungen. Genau, und das kann man einfach schnell ausschreiben. Das ist I R d Phi mal minus Sinus Phi I R d Phi mal Cosinus Phi 0. Brauchen wir dann, um das Vektorprodukt zu berechnen. Okay, dann nehmen wir das weg. Und wir berechnen am Ende B von R gleich 0. Schreiben wir das nochmal hin. Mu 0 geteilt durch 4pi, das ist der Vorfaktor. Jetzt integrieren wir über einen Kreis, das ist eine definierte Geometrie. I mal dr', Kreuzprodukt von minus r' geteilt durch minus r' hoch 3, Betrag, jetzt kann ich das Minus auch weglassen, Betrag von r' hoch 3. Okay. Dazu brauchen wir sicher das hier zu berechnen. Dieses Kreuzprodukt von diesen beiden Vektoren. Das kann ich hier mal separat machen. Dr' Kreuzprodukt von minus mit minus R'. Das ist R mal d Phi, jetzt der vektorielle Anteil, das ist das Minus
Sinus Phi in x, das Cosinus Phi in y und 0 in z. Kreuzprodukt mit R mal Minus, das Minus kommt hier von diesem Minus, mal Cosinus Phi minus Sinus Phi 0. Ja, und wenn man das ausrechnet, gibt es natürlich auch ein Vektorkreuzprodukt, oder das Resultat eines Kreuzproduktes ist ein Vektor. Der steht senkrecht auf den Komponenten des Kreuzproduktes. Das gibt R² mal d phi mal 0, 0, 1. Wenn man das ausrechnet. Es gibt R² d phi ez. Das ist Einheitsvektor in z-Richtung. In Z-Richtung. Okay. Haben wir da irgendetwas Interessantes in Z-Richtung? Ja, wir sehen zum Beispiel, das ist ja der vektorielle Teil hier von dieser Formel, und der schaut in Z-Richtung. Das heißt, unser B-Feld wird in Z-Richtung zeigen. Mhm. Das heißt, es wird hier aus der Ebene schauen, gegen uns. Das ist schon mal eine Erkenntnis. Jetzt müssen wir den Betrag noch berechnen, das durch das Integral. Das können wir auch schnell machen. B von R gleich 0, gleich 4pi durch μ 0. Integrieren wir über die Laufvariable phi um den ganzen Kreis. Also wir können von 0 bis 2pi integrieren als vernünftige Grenzen. I mal R² geteilt durch R hoch 3, das ist der Abstand hier. Der ist natürlich konstant, R hoch 3, groß R hoch 3, mal d phi und das ez. Zur Vollständigkeit kann ich das auch noch hinschreiben. Ja, das ist einfach ein einfaches Integral. Muss ich jetzt nicht explizit hier beschreiben. Gibt am Ende μ 0 mal i durch 2r in Richtung ez. Und gefragt ist ja nur nach der Stärke des Magnetfeldes im Mittelpunkt. Das ist einfach der Betrag hier von diesem Resultat. Das ist also μ0 mal i durch 2r. Mhm. Somit ist das eigentlich gezeigt. Gut. Noch Fragen? Willst du noch Zahlen einsetzen? Nein. Es gibt keine Zahlen, glaube ich. Ja, das ist eine rein algebraische Aufgabe, ohne irgendwelche Größen einzusetzen. Okay, dann verabschieden wir uns. Und ja, für Fragen kann man sich auf Moodle melden. Ja, genau, nutzt das Forum. Bis jetzt gab es nur eine Frage zu einem Fehler in der Musterlösung. Das kann natürlich passieren. Aber stellt Fragen, also wir sind noch so froh, können wir helfen. Okay, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.